Hallo John Sinclair-Fans, es ist endlich soweit. Ich halte Band 2400 in Händen. Den ersten Teil des großen Jubiläums-Dreiteilers, Das Reich des Spuks. Geschrieben von mir und Großangriff der Schattenkinder, das ist der Titel. Und der Name ist Programm. Die Schattenkinder, wir kennen sie bereits aus der Trilogie Zu grausam für die Hölle, Denise, die Hölle und wir und die Kinder der großen Mutter. Und da haben wir ja schon erfahren, dass die Schattenkinder aus einer Verbindung zwischen dem Spuk und Lilith entstanden sind. Und lange Zeit haben wir nichts mehr von ihnen gehört. Aber jetzt gehen sie in die Offensive, denn der Spuk, der hat natürlich mitbekommen, dass Liliths Engel der Unzucht und Hurerei ihre alte Macht zurückerlangt haben. Und er ist überhaupt nicht darüber erfreut, dass Pandora eine Niederlage nach der anderen eingesteckt hat und dass sie keine Erfolge vorzuweisen hat. Also schickt Pandora die Schattenkinder, um John Sinclairs Freunde und Verbündete zu vernichten. Und John Sinclair bleibt nichts anderes übrig, als sprichwörtlich einen Pakt mit dem Teufel einzugehen. Nicht nur sprichwörtlich, sondern buchstäblich. Und wie das Ganze endet, das könnt ihr in diesem Roman nachlesen, beziehungsweise wie es beginnt. Denn wie es endet, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Und ein paar Hintergrundinformationen habe ich euch auch noch dazu gegeben, denn es gibt natürlich auch einen Werkstattbericht. Und in dem geht es um den Spuk, um eine der beliebtesten Figuren im Sinclair-Kosmos. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!